Wetterpark präsentiert den Wettertalk MV. Herr Dr. Eichsmann, endlich sehen wir uns wieder. Und ja, liebe Zuschauer, endlich sehen auch wir uns wieder. Willkommen zum Wettertalk. Herr Dr. Eichsmann, ich habe das Gefühl, Karibik-Flair. Ja. Ja, mehr geht nicht. Nein, besser als Karibik. Weil da muss man noch hin, zurück. Ja. Man brennt weg und hier ist einfach nur angenehm, schön, sonnig, Wasser passt. Das heißt, wir haben quasi hier in der Hansestadt Wismar die Karibik direkt vor der Haustür. Ja, nur ein bisschen besser, ja, nur ein bisschen schöner. Genau. Ja. Es ist natürlich wieder windig, liebe Zuschauer, wie Sie vielleicht hören und sehen. Herr Dr. Eichsmann, ist das typisch dafür? Wir stehen ja jetzt sehr nah hier direkt eigentlich an der Ostsee. Ja. Dass hier der Wind so stark ist. Ja, das ist typisch. Warum? Das ist der klassische Seewind. Also je wärmer es über Land wird, also je schöner wir das Wetter haben, umso mehr habe ich die Unterschiede tagsüber zwischen den Landmassen, also sprich im Landesinneren und der Ostsee. Und je größer der Unterschied, umso mehr versucht die Natur auszugleichen. Und in dem Falle ist der Ausgleich der Wind. Heißt also, je sonniger ist es am Tag, umso mehr Wind haben wir am frühen Nachmittag. Also sprich, so wie wir beide hier stehen, ist das der Klassiker, wenn wir heute Abend uns hier wieder treffen würden, würden wir keinen Wind haben. Okay, ja, interessant. Okay, gut. Wir hatten ja jetzt auch letztens den Sommeranfang. Ich sage ja immer sehr gerne Sommer, Sonne, Sonnenschein. Gehen Sie da mit bei dem Motto? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ja, ne? Ich meine, Sie sehen ja auch wieder ultra cool aus. Ja, ich, in der Jahreszeit angemessen, natürlich. Ja, ne? Ja. Ich muss ja jetzt nicht hier mit Pelz sozusagen. Genau, und Sommer, Sonne, Sonnenschein sage ich deswegen, liebe Zuschauer, die Sommersonnenwende hat ja stattgefunden, der Midsommer, wie man hier im Norden sagt. Können Sie das vielleicht einmal aus meteorologischer Sicht erklären? Die Tage werden ja jetzt auch wieder kürzer, haben Sie mir erzählt. Genau. Ja, also je höher man im Norden unterwegs ist, und wir sind ja hier, ich sag mal, in Wismar auch, ich sag mal, roundabout bei gut 50 Grad Nord, also um die 54, heißt im Klartext, wir haben dann die kürzesten Tage. Das ist also astronomisch festgelegt, egal wie hässlich oder schön das Wetter ist, ob wir Karibik-Flair haben oder wirklich der Sommer untergeht. Wir haben die kürzesten Tage, die längsten, also die kürzesten Tage, das ist nicht richtig, die längsten Tage, komme ich selbst schon durcheinander. Ja, ja. Ja, also, egal. Ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ne? Ja, ja, genau. Bedeutet also, und damit sind die Lichtverhältnisse teilweise bis 16 Stunden, also Sonnenscheindauer, und die Nächte dementsprechend kurz. Und dementsprechend heißt es auch nach Sonnen, nach dem längsten Tag, nach Sommeranfang, bedeutet das, dass die Tage wieder kürzer werden. Mhm. Also jetzt mit dem Sommer werden die Tage schon wieder kürzer. Wir sind also schon wieder auf dem absteigenden Ast. Aber ich merke das nicht, ne? Weil ich denke ja jetzt, cool, der Sommer kommt, ich kann bis in die Puppen draußen bleiben. Also der Mensch merkt das ja jetzt nicht, dass es schon wieder kürzer wird, oder? Nein, nicht wirklich. Wir haben so eine Nacht, taggleiche um die 10 Tage. Ja. Das heißt, die Natur hält jetzt etwas still und dann ist die Erde wieder auf dem Wege zurück und dann heißt das im Klartext, dass wir dann, ich sag mal, ab Mitte Juli, also nach den ersten 4 Wochen nach Sommersonnenwende, merken wir, okay, jetzt werden die Tage wieder kürzer. Mhm. Ja, liebe Zuschauer, und getreu dem eben angesprochenen Motto Sommersonne, Sonnenschein, zeige ich jetzt, wie die Mecklenburg-Vorpommerner und natürlich auch die Touristen den Sommer zelebrieren werden und den Sommeranfang natürlich auch. Ja, chillen, relaxen ist ja im Sommer wohl angesagt. Können wir das jetzt auch die nächsten 3 Tage noch? Also komme ich wieder mit meinem, ja, kann man immer, egal, ne, selbst mit Regenschirm. Aber das Wetter passt. Also ich gehe einfach davon aus, bin sehr optimistisch, dass wir jetzt Freitag, Sonntag, Sonntag richtig schönes Sommerwetter haben werden. Mhm. Natürlich das Kleingedruckte des Vertrages, das muss, möchte ich einfach immer dazu sagen. Man hat zunehmende Gewitterneigung. Also das heißt Sommer, ja. Sind das die Sommergewitter? Das ist klassisches Sommergewitter. Das heißt, in der Nacht ist alles wieder vorbei. Das heißt, morgens ist schön, mittags ist schön, dann kommen die Wolken und auch nur lokal. Ne? Und das Ganze ist dann zum Abend in der Nacht wie von Geistern weg. Mhm. Und am nächsten Tag die gleiche Prozedur. Das heißt, wir haben Sommer, aber trotzdem ist es sinnvoll, auch mal an den Himmel zu gucken. Okay, gut. Ja. Dann einmal eine kurze Prognose. Was haben wir? Niederschlag, Wind und Temperaturen. Herr Dr. Eichsmann. Okay, fangen wir an. Niederschlag hatten wir. Also wenn Niederschlag kommt, ist der schaurig, gewittrig, prädestiniert für die Abendstunden. Mhm. Auch nur lokal begrenzt. Wir haben durchaus hier, kann es sein, dass gar kein Regen kommt. Das zweite ist Temperatur. Temperatur, die schaukeln sich hoch. Also ich denke mal, Freitagabend haben wir das Maximum irgendwie 26, 27, nahe 30 Grad. Toll. Bis Sonntag geht das wieder runter. Dann haben wir nur noch 20, 22 Grad.
Wind werden wir immer haben, jeden Tag zum Abend hin runter. Die einzige Ausnahme ist, wenn wir denn Gewitter haben, gewittrige Schauer, dann frischt die ganze Sache natürlich böig auf. Mhm. Das bedeutet aus dem Nichts heraus, innerhalb von 10 Minuten kann ich durchaus auch mal eine Windstärke 7 bis 8 haben in Gewitternähe. Ansonsten alles easy peasy. Ist ja eine gute Erfrischung, ne? Sehr schöner Wind bei den Temperaturen. Ja. Gut. Ja, liebe Zuschauer, apropos Erfrischung, ich glaube, wir beenden hier den Wettertalk und springen jetzt ins Wasser, Dr. Eichsmann. Ja, ja, wir schauen mal. Und zwar, liebe Zuschauer, hier, wie Sie sehen können, im Bild von der Seebrücke hier in Wendorf. Wir verabschieden uns und sehen uns zum nächsten Wettertalk. Und jetzt 3, 2, 1 und wir springen rein. Auf die Plätze, fertig, los. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.